Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zur Kampagne zu Call of Duty Cold War. Und ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Die Identitätenkrise. Los geht's. Ich muss wirklich zugeben. Das hatten wir bereits im letzten Part. Wenn ihr das sehen möchtet, die Playlist ist unten verlinkt. Jetzt müssten wir wieder auf dem OP-Tisch liegen, glaube ich, oder? Wo Edler seine Fragen stellt. Doof, dass das Spiel so eine Kackspeicherpunkte hat, aber ich konnte die Folge nicht länger aufnehmen, Leute. Das waren schon über 50 Minuten fast. Guckt sich doch keiner mehr an. Ist doch viel zu lange. Ja, genau, hier sind wir. Er kommt zu sich. Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Wer bin ich? Du bist verwirrt, Bell. Wir erklären dir später alles. Jetzt müssen wir einander helfen. Bullshit. Bullshit ist alles, was von deinem Leben bleibt, wenn du nicht auspackst. Sag uns, wo Perseus ist. Was habt ihr mit mir gemacht? Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Okay. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Ist ein Scherz. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Du lügst, ihr habt mir diesen Mist in den Kopf gepflanzt. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Letztendlich blieb kein spezifischer Hintergrund hängen. Du hast dich allem widersetzt. Also haben wir es geheim gelassen. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Ich war wirklich nie in Vietnam? Nein. Schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Was hattet ihr davon, mir eine andere Identität zu verpassen? Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Fahrt zur Hölle. Ich denke nicht. Du hältst immer noch was zurück, aber wir kriegen es noch aus dir heraus. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission.
Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sichere Entfernung in Solovetsky. Sagen die Wahrheit. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich? Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Das endet jetzt. Gänsehaut-Alarm. Mein Gott. Der letzte Countdown, Leute. Ich habe Gänsehaut. Ohne Spaß. Von euch. Belikow hat mit der sowjetischen Ausrüstung aufgehalten. Wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Wurz. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle. Ohne Spaß. Wurz ist ein cooler Typ. Du kriegst eine Chance. Noch 2 Kilometer bis Solovetsky. An alle Einheiten. EMP unterwegs. Ich musste die Wahrheit sagen, weil ich es nicht... Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Wie heißt das? Nehmen wir Perseus aus dem... Wir müssen die Menschen retten. Ist egal, wer... Unter welchem Kommando wir stehen oder warum wir irgendwie... verarscht worden. Hoppala. Für meine Füllung fallen gleich raus. Jetzt Feinde. Jede Menge Feinde. Jo, ist auch super einfach. Feuer! Jetzt Feinde! Jede Menge Feinde! Jo, super einfach. Jo. Ich will's nicht sagen, aber super einfach. Feinde. Jede Menge Feinde. Hör mal, ich schieß schon wie ein Trommelfeuer. Wer bringt mich denn da um? Ich krieg ja nicht mal einen Schuss ab. Feuer! Feinde! Jede Menge Feinde!
tut mir leid, aber ich bin gerade total verwirrt. Ich schieße auf den rechten Wachturm jetzt am Eingang wie bescheuert und er fällt nicht um. Feuer! Feinde! Jede Menge Feinde! Ja, sorry, also, den Schwierigkeitsgrad ändern. Ja, er fällt nicht um. Guckt euch das an! So, das Spiel ist jetzt dreimal abgestürzt. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert und dass wir den letzten Countdown weiterspielen können. Und ohne Spaß, ist mir jetzt egal, was ihr sagt, das auf Realismus geht nicht. Da kam die Druckwelle im Übrigen. Da, er verreckt nicht. Mein Gott, Leute, ich sag's euch. So. So. Nur diese eine Stelle. Das geht nicht. Auf geht's, Leute. Luftabwehrgeschütz voraus. Raketenwerfer. Mein Gott, was denn noch alles? Von hier aus haben wir eine gute Sicht. Wenn uns nicht die ganze Zeit Verbündete vor die Flinte laufen. Wir brauchen Deckung. Bell, Hilfe auf. Rechte Seite schützen. Mein Gott, Leute, ist das euch? Hier ist eine Action. Platziere das C4, jag das Ding in die Luft. Machen wir. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Lass mich jetzt hier in Ruhe. Das Luftabwehrgeschütz. Bin dabei. Es will ja nicht, so wie ich will. Zurück, Menschenskinder. Gute Arbeit, Bell. Auf zur Kirche. Naja. Kaputt sieht es jetzt nicht aus. Mähen Sie nieder. Mace, kurz. Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus. Verstanden, Händler. Hier ist Hudson. Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Na, wechseln wir mal auf die Schrotti. Nicht, dass wir irgendwo Beweise vergessen oder so. Habe ich nämlich keine Lust drauf. Kontakt! Ja, wie geil!
Hab ich ihn erwischt? Huch! Boah! Hab ich mich erschrocken! Okay, hier sind wir nochmal. Kontakt! Ich kann mich nicht bewegen. Mach ihn kalt, wir verlieren Zeit. Ich sehe ihn leider auch selber nicht durch meine eigene Granate. Tot? Los, los, los. Nettes Spielzeug. Sie haben wieder Strom. Adler, siehst du das? Kurz, uns kommt nicht weiter von. Ich muss Hassen den Schlaf und wir geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Schweres MG auf dem Kamm. Hansen, starte den Bombenangriff. Bestätigt. Hol dein Team darauf, Adler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Alter Schwester, verdammt. Müll. Sie haben wieder Strom. War mir zu langsam? Wow, wow, wow. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kamm. Hansen, starte den Bombenangriff. Bestätigt. Hol dein Team darauf, Adler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Wie sie sich alle hinter den Grabsteinen verstecken. Ah, den haben wir doch noch gesehen und erwischt. Bestätigt. Bombenangriff steht bevor. Ja, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Koordinaten bestätigt. Eine Minute. Ah, Bullshit. Sie haben wieder Strom. Oh nein. Nein, nein, nein. Warum? Siehst du das? Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kamm. Hat, starte den Bombenangriff. Bestätigt, hol dein Team darauf, Adler.
Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht aufschalten, haben die Bomber keine Chance. Beeilt euch, Wettbewerber! Befehl bestätigt. Bombenangriff steht bevor. Sir, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Den haben wir. Haben wir. Eine Minute bis zum Bomben. Die Funktürme fahren immer noch hoch. Das ist unsere Chance. Komm schon, komm schon. Achtung an alle Einheiten. Wir feuern los. Alle Verbündeten in Sicherheit bringen. Ich komme da nicht hoch. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Bodenteam, das Gebiet ist heiß. Ihr seid zu nah dran. Wiederhole, ihr seid zu nah. Wir müssen weg, sofort. Super. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Helf mir mal. Ich muss sagen, dass sie uns aber auch retten, ne? Nimm meine Hand, Bert. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bert. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, nach seiner Gefangennahme konnten wir Kasim Javadi überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, für uns zu arbeiten, statt gegen uns. Arash Kadivars Tod bedeutet für Kasim die Chance, selbst Chef des Netzwerks zu werden. Er wird uns mehr über die sowjetischen Aktivitäten im Nahen Osten verraten. Und dank unserer Ressourcen sollte er noch jahrelang in der Lage sein, das örtliche Geschehen zu beeinflussen. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Also war das auch gut? Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulays Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nun, wir haben Eldridge erwischt, diesen verdammten Hurensohn.
Perseus Netzwerk ist aber noch intakt und sie werden sich neu aufbauen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rudnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten Rudniks wichtigste Leute das Klo runterspülen. Vielleicht leistet Perseus ihnen bald Gesellschaft. Hudson, ja. Sie sind der Shakespeare von Langley. Und Bell? Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Kennt ihr das, wenn ihr Gänsehaut über den ganzen Körper habt? Boah, das Ende. Ich wusste es, dass er uns nur abknallen will. Aber ich hoffe, dass wir es zuerst getan haben. Oder beide wenigstens. Boah, geiles Gameplay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mindestens so gefallen, sagen wir es mal so, wie mir. Ich hatte einen gigantischen Spaß an diesem Let's Play und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Danke fürs Zuschauen und demnächst sehen wir uns hier mit Zombie-Gameplay. Bis dahin, bleibt mir seid, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut, ciao!